Leute, im letzten Part haben wir unser Einal-Abenteuer gestartet und jetzt befinden wir uns auf Route 1 und sind auf dem Weg nach Gavina, der ersten größeren Stadt hier in der Einal-Region. Und da machen wir jetzt genau weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, ja? Erstmal muss ich noch hier kurz den Bildschirm aktivieren, dass wir loslegen können und jetzt geht die Post hier schon so richtig ab. Aber das wird auch nicht die erste Trainerin sein, die einen Trainerkampf mit uns bestreitet. Hat dein Pokémon-Team noch ausreichend KP? Wenn die KP deiner Pokémon unterwegs zu sehr abnehmen, kann es sehr brenzlig werden. Daher habe ich etwas für dich. Sie hat etwas für uns, ja? Einen Trank, natürlich. Man kennt es von den ersten Routen hier. Die Items bekommt man. Wenn die KP deiner Pokémon abnehmen, verlieren sie auch ihre Kampfkraft. Übertreibe es daher nicht und gönne ihnen öfter mal eine Ruhepause. Alles klar, danke für den Hinweis. Und jetzt schauen wir mal, was es hier noch so für Pokémon gibt. Ein Yorklef gibt es hier noch. Beim letzten Mal hatten wir nur Nagelotz gesehen, jetzt ein Yorklef. Aber auch das ist ja nur ein Normal-Pokémon. Aber auch das können wir ruhig mal angreifen. Wir haben im letzten Part den Rankenhieb erlernt. Und da schauen wir doch mal, was wir hier an Schaden austeilen können. Okay, das hält sich noch in Grenzen, ja. Wir sollen es ja auch nicht übertreiben, ja. Nicht, dass wir jetzt hier zu viele KP verlieren. Und dann doch noch irgendwo der erste Trainer auf uns wartet. Wir haben jetzt noch 12 KP am Start, ne. Der Rankenhieb wird jetzt reichen. Yorklef geht down, Level 4. Geht kaputt. Jetzt wie viele Erfahrungspunkte? 30. Boah, ist jetzt nicht die Welt, ne? Machen wir mal weiter. Noch ein wildes Pokémon. Und das ist auch nochmal ein Yorklef. Okay, da gehen wir jetzt aber wirklich auf die Flucht. Das reicht jetzt hier vollkommen aus. Wir hatten jetzt ein bisschen unseren Spaß am Ende des letzten Parts. Und jetzt am Anfang des jetzigen Parts, so kann man es sagen, ne? Wir machen uns jetzt auf nach Gavina. Hier kommt noch ein bisschen Wiese. Und da wartet auch schon Sharon. Okay, er will bestimmt Pokémon vergleichen. Wie viele wir gefangen haben. Und Bell auch noch. Noch ein allerletztes. Wieder mal ein Yorklef. Ja, die Hunde sind echt tollwütig hier. Die haben richtig Bock, aber wir wollen jetzt noch kein Pokémon fangen. Also auf Route 1 wird jetzt keins dabei sein, was wir mit ins Team reinnehmen werden. Also normal Pokémon, denke ich eher nicht. Schauen wir mal. Also Merlin, wollen wir vergleichen, wer von uns mehr Pokémon bei sich hat? Ja, gerne, gerne. Ich habe eins. Wie bitte? Erst ein einziges Serpifeu. Wenn du nicht noch mehr Pokémon fängst, fühlt sich Serpifeu vielleicht einsam. Wenn du im Pokédex nachschaust, kannst du übrigens die Anzahl der bisher getroffenen und gefangenen Pokémon überprüfen. Oh, krasse Sache. So, jetzt mache ich mich aber auf den Weg nach Gavina, denn Professor Esche wartet. Bestimmt schon. Alles klar, der Visocaster klingelt. Na, wer ruft denn da an? Wer hatte meine Nummer hier? Professor Esche ist das, ja. Tag auch, wie geht's, wie steht's? Ich gehe mal schwer davon aus, dass ihr euch mit euren Pokémon inzwischen recht gut versteht. Oh, hallo, Professor, wer sagt denn das? Ich bin hier gerade vom Pokémon Center von Gavina. Ach, sie sagt das. Kommt schnell, damit ich euch herumführen kann. In Ordnung, dann machen wir uns mal auf den Weg zum Pokémon Center. Sehr schön, bis dann. Alles klar, so, sie wartet schon. Ihr habt sie gehört, Freunde. Ich werde schon einmal vorgehen. Sharon, ja. Sie lassen mich mal wieder völlig alleine stehen. Und hier sind wir schon in der ersten Stadt Gavina. Ja, wir schauen ja gleich mal die Treppe hinunter. Wer wohnt denn hier? Sehr abgelegen. Oh, sehr abgelegen. Nanu, du und dein Pokémon-Team, ihr seid euch irgendwie sehr ähnlich. Diesen Eindruck habe ich zumindest. Sehr schöne Sache, ja? Und wer wohnt denn hier drin? Junge, auch schon wieder drei Leute und ein Abfalleimer. Aber der wird auch wieder leer sein. So wie die meisten auch, genau. Ganz selten, dass da mal ein Item drin ist. Hey du, Kämpfe sind unerlässlich, um seine Pokémon zu trainieren. Doch wenn ihre KP sinken, solltest du sie schleunigst ins Pokémon Center bringen. Mach ich doch, ja. Hallo Trainer, wie viele Pokébälle hast du bei dir? Solltest du nicht genügend besitzen, rate ich dir, besser welche im Laden des Pokémon Centers zu kaufen. Ah, ist das hier schon? Im Laden des Pokémon Centers gibt es hier nicht mal getrennte Märkte? Ja? Hi Pokémon, ach wie ich dich beneide. Ich wäre auch gern Pokémon Trainer. Ja, dann wär doch einer. Wünsch dir einen Pokéball, fang dir eins und dann geht das schon los, der Spaß. Auch hier ist der Abfall einmal leer. Manche behaupten, Konflikte entstünden aufgrund unterschiedlicher Ansichten. Andere wiederum sind der Meinung, dass es gerade jene unterschiedlichen Ansichten seien, die es uns erlauben, unseren Horizont zu erweitern. Ich bin der Überzeugung, dass an beiden etwas Wahres dran ist. Ja, ist eine gesunde Einstellung.
Wir haben gerade erst geheiratet, doch ich merke deutlich, dass Männer und Frauen völlig verschieden sind. Bei den Pokémon hingegen habe ich das Gefühl, dass sich Mensch und Weibchen nicht so sehr unterscheiden. Ja, wie kommt er darauf, dass sich bei Menschen Frauen und Männer unterscheiden? Wo sind da die Unterschiede? Hat er uns jetzt nicht verraten, ne? Das hat er uns jetzt nicht verraten, der Kollege. Ja gut, wir sollen aber sowieso erstmal zum Pokémon-Center gehen. Professor Esche wartet auf uns. Wir wollen sie jetzt mal nicht zu lange warten lassen. Denn es wird sicherlich noch einiges Spannendes hier passieren. Und da steht sie auch schon. Das ist sie. Hallo Merlin. Mit Pokémon unterwegs ist die Freude eines jeden Trainers. Folgt mir bitte. Ich zeige dir nun die wichtigsten Einrichtungen für Trainer. Ja, Pokémon Center und hier ist wahrscheinlich auch gleich der Supermarkt. Ja, hier ist er schon mit drinnen, alles klar. Ab der 5. Gen wahrscheinlich. In der 4. war es noch getrennt. Glaube ich. Ja, ich glaube schon, ne? Ja, das Pokémon Center. Hier fühlt man sich gleich wohl, oder? Ich führe dich jetzt etwas herum. Mach das ruhig. Und Bell ist ja auch noch da. Hi, ich komm gleich mal mit. Das ist das Herzstück des jeden Pokémon-Centers. Hier werden eure Pokémon im Nu wieder aufgepäppelt. Und nun, haltet euch fest. Das alles kostet euch rein gar nichts. Denn das Pokémon-Center ist der beste Verbündete eines jeden Pokémon-Trainers. Probiere es am besten gleich mal aus. Nur Mut. Jawohl, dann probier es mal aus. Ja, ich rede mit Schwester Joy. Ja, sie heilt uns im Nu wieder fit. Wir haben ja auch nur ein Pokémon. Wir haben den Rainer am Start. Unser Serpifeu ist das. Ein sehr schönes Pflanzen-Pokémon haben wir da. So, was gibt's hier noch zu erklären? Okay, dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Dann erkläre ich euch als nächstes den PC am Pokémon-Center. Der PC hier? Jeder Trainer kann ihn benutzen. Hier könnt ihr eure Pokémon ablegen oder zuvor abgelegte Pokémon wieder in euer Team aufnehmen. Übrigens, wenn ihr 6 Pokémon mit euch führt, wird jedes neu gefangene Pokémon automatisch im PC abgelegt. Da seid ihr baff, oder? Voll krass, ne? Und wenn ihr meinen PC auswählt, bewerte ich im Nu euren Pokédex. Krasse Sache, alles digital hier, ja? Professor Esche, auf dem Bildschirm steht jemandes PC. Wessen PC ist damit gemeint? Das ist eine sehr gute Frage, Bill. Es handelt sich dabei um den PC der Person, die das Pokémon-Lagerraumsystem entwickelt hat. Ihr werdet ihr sicher auch irgendwann einmal begegnen. Also dann, weiter geht's. Jo, hier noch der Supermarkt am Start, ne? Dies hier ist der Pokémon-Supermarkt. Hier könnt ihr nützliche Dinge kaufen und solche verkaufen, die ihr nicht mehr benötigt. Und dieser junge Herr wird euch stets mit einem Lächeln auf den Lippen bedienen. Oh, zu jeder Zeit, sehr schön. Damit habe ich euch die notwendigen Grundlagen für Trainer erklärt. Also, ich gehe dann wieder zurück nach Avernizia. Ach, eins müsst ihr noch wissen. Wenn ihr nach Orion City kommt, müsst ihr die Wissenschaftlerin Vivian treffen. Sie ist eine alte Freundin von mir, die euch sicher bei eurem Abenteuer helfen wird. Also dann, macht's gut. Ich hoffe, eure Reise wird ein Erfolg. Ja, hoffe ich doch auch. Ich hoffe, die wird ein voller Erfolg hier. Was soll ich noch kaufen? Am wichtigsten sind natürlich Tränke und Pokebälle. Jo, kauf, was du möchtest. Wie viel Geld haben wir denn eigentlich? Wir hätten ja, jo, 4.000. Und hier gibt es noch Briefe. Hier gibt es noch Briefe zu kaufen. Okay, sehr altmodisch, ja. So, und was gibt's hier noch? Pokéball und Trank. Wie viel haben wir denn Pokebälle? Sieht man das? 5 Stück. Du hast 5 Stück. Kaufen wir 5 Stück, 1.000 kostet das. Ja, gut. Wir nehmen mal noch 5 Pokebälle mit. Nein, das reicht. Und Tränke hätten wir. Einen haben wir geschenkt bekommen. Ah. Kaufen wir mal noch hier 4 Stück. Hätten wir insgesamt 5 Tränke. Und ich denke, dann sind wir safe unterwegs. Und dann schauen wir mal hier weiter. Hier steht noch ein NPC rum. Mit der können wir mal reden. Das sind hier. Also ich muss schon sagen, hier sind sehr, sehr viele Frauen vertreten. Echt wild. Sonst sind sie eher männliche NPCs, die man so sieht. Aber okay. Pokémon Schwarz ist das anders. Vergiss bitte nicht, deinen Spielstand zu speichern. So kannst du dich ein wenig ausruhen. Jawohl, das mache ich doch. Ich speichere meinen Spielstand nach 30 Minuten, wenn ein Part rum ist. Was geht denn da auf dem Marktplatz noch vor sich? Keine Ahnung. Lass uns das mal schleunigst unter die Lupe nehmen. Okay, was ist hier los? Versammlung.
Hey Merlin, komm schnell her. Okay, ich bin da. Ich bin da. Und was ist das für eine Bande hier? Hört mich an. Mein Name lautet G, Cis, G und Cis, wie die Tonfolge. Ich spreche für Team Plasma. Ich bringe euch die frohe Botschaft von der Befreiung der Pokémon. Hä, wie bitte? Frohe Botschaft. Alles klar, was sind das für einer hier? Seit Anbeginn der Zeit leben wir Menschen in Eintracht. Seite an Seite mit den Pokémon, ganz im Sinne eines aufrichtigen Gebens und Nehmens. Zumindest halten die meisten dies für die Wahrheit. Aber ich sage euch, diese Leute irren. Sie bauen Lügengebilde, um der Wirklichkeit nicht in ihr finsteres Antlitz blicken zu müssen. Habt ihr eure vermeintlichen Gewissheiten denn niemals hinterfragt? Nie einer ernsthaften Prüfung unterzogen? Nein, ehrlich gesagt nicht. Boshaftigkeit schlechthin verkörpern jene sogenannten Trainer, welche die Pokémon in entwürdigender Knechtschaft halten. Sie wie ihre Leibeigenen bis in die späte Nacht hinein schinden und quälen. Sollte jemand unter euch der Ansicht sein, ich spreche nicht die Wahrheit, so erhebe er jetzt das Wort oder schweige. Ich würde gern was sagen. Ja, ich würde gern was sagen, aber ich kann es nicht. Drum hört ihr guten Leute, was ich zu sagen habe. Im Gegensatz zu uns Menschen schlummern in den Pokémon gar ungeahnte Kräfte. Es gibt zahllose Dinge, die wir von ihnen lernen können. Und daher besteht kein Zweifel darüber, welches unsere Pflichten als Menschen gegenüber dem Pokémon ist, nicht wahr? Was soll das heißen, du Kleiner? Das habt ihr richtig erkannt, ihr guten Leute. Wir Menschen haben die hehre Pflicht, die Pokémon von ihrem schmachvollen Joch zu befreien. Denn nur dann können sie sich an jener köstlichen Gleichheit und Freiheit laben, die ihnen von Geburt an zusteht. Denkt gut darüber nach, was zu tun ist, damit die Pokémon erstmals wahrhaft gleichberechtigt mit uns leben können. Habt Dank für eure Aufmerksamkeit, ihr guten Leute. Der Friede sei mit euch. Der Friede sei mit uns. Und dann rücken sie jetzt also ab. Interessante Gruppierung. Ja, das ist natürlich hier Team Plasma aus der Einheit-Region. Wird sicherlich noch sehr spannend mit den Kollegen hier. Mann, diese Rede eben. Was sollen wir denn jetzt am besten tun? Befreiung der Pokémon, was für ein Unsinn. Und wer steht denn noch da? Wen haben wir hier noch stehen? Ein kleiner Bursche mit Kappe. Dein Pokémon-Team hat eben zu mir gesprochen. Meine Güte, sprichst du schnell. Da wird er mir ganz schön schwindelig. Okay, der hat schnell gesprochen, ne? Aber was war das? War das eben dein Ernst? Pokémon können doch gar nicht sprechen. Was redest du da für ein wirres Zeug? Doch, sie sprechen zu mir. Aber wie ich sehe, gehört ihr zu denen, die ihre Stimmen nicht hören können. Ihr tut mir wirklich leid. Mein Name ist übrigens N. Ich bin Sharon und das hier ist Merlin. Wir sind hier unterwegs, da wir mit der wichtigen Aufgabe betraut wurden, den Pokédex zu vervollständigen. Doch mein eigentliches Hauptziel ist es, Champ zu werden. Den Pokédex, sagst du? Dafür müsst ihr aber eine Menge Pokémon mit euren Pokébällen einfangen. Ich bin zwar auch ein Trainer wie ihr, aber mir kommen stets ernste Zweifel, ob die Pokémon wirklich mit all dem einverstanden sind. Und wer warst du noch gleich? Ach ja, Merlin, stimmt's? Lass mich mal hören, was dein Team so alles zu sagen hat. Ja, wir kämpfen. Okay, wir kämpfen jetzt gegen N. Den legendären Pokémon-Trainer N bekämpfen wir jetzt. Er hat ein Feli-Lu am Start. Eine Miezekatze auf Level 7. Oh, wir sind auch Level 7. Wir haben den Rainer. Mal schauen, wer jetzt hier besser ist. Wir haben den Rankenhieb. Wir gehen gleich mal auf diesen Step-Move. Wir werden von der Katze outspeedet mit Kratzer, aber das macht nichts. Wir machen guten Schaden, wir machen mehr Schaden. Wir sollten ja eigentlich gefahrlos über die Runden kommen. Jetzt ist er schon im gelben Bereich. Er geht auf Heuler. Gut, senkt unseren Angriffswert um minus 1. Aber das ist vollkommen okay. Der nächste Kratzer. Ja, wir werden es jetzt nicht down bekommen, aber in der nächsten Runde dafür. Ah, wobei, es könnte noch eine Runde dauern, ne? Jetzt waren wir schneller. Okay. Warum auch immer, jetzt auf einmal wurde irgendwo die Init gesenkt.
Jetzt sind wir auf einmal schneller, ja. Okay. Feliloo down und damit Pokémon-Trainerin besiegt. Der erste Kampf von vermeintlich vielen. Sehr schön, ja. Angriff plus 1, Spezialangriff plus 1, Verteidigung plus 2, alles klar. Spezialangriff um einen Punkt höher. Ja, lassen wir uns mal überraschen, zu was Serpifeu sich entwickelt, eher speziell oder eher physisch. Es gibt tatsächlich Pokémon, die solche, zu schnell weg war es, ja. Es war zu schnell weg. Solange jedoch die Pokémon in winzige Pokébälle eingepfercht werden, ist ihr Dasein doch nur unvollständig. Zum Wohl meiner Freunde, der Pokémon, muss sich unsere Welt von Grund auf verändern. Und da schreitet er von dannen. Was für ein seltsamer Kerl. Er gibt einfach nicht auf. Trainer und Pokémon helfen sich stets gegenseitig. Also werde ich schon mal weiterziehen. Ich möchte möglichst schnell gegen den Arenaleiter von Orion City antreten. Du solltest auch versuchen, die einzelnen Arenaleiter herauszufordern. Denn um ein erfolgreicher Trainer zu werden, musst du dich mit den Arenaleitern aller Städte messen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Vielen Dank, Sharon, für die Aufklärung. Ja. So, müssen wir uns jetzt heilen? Ja, vermutlich, ne? Wir haben nur noch 17 KP. Wir gehen nochmal schleunigst zu Schwester Joy. Dann schauen wir uns hier noch ein bisschen in Gavina um und dann reisen wir doch tatsächlich schon weiter nach Orion City. Oder zumindest auf die Route, die die beiden Orte hier voneinander trennt. Damit wir hier vorankommen in der Story. Wir sollen auch zur Wissenschaftlerin Vivian gehen. Die wird uns vermutlich helfen. Also schauen wir da mal, was da auf uns wartet. Doch jetzt ist erstmal noch Gavina dran. Mal schauen, wie groß die Stadt ist. Hatten wir mit ihr geredet? Gewiss gibt es viele wilde Pokémon, die einen im hohen Gras angreifen. Aber wenn es gelingt, sie zu verstehen, können sie zu guten Freunden werden. Wahre Worte, ja, wahre Worte. Das Schild hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Können wir hier hoch? Ah, man kann hier einfach so hochgehen. Okay. Gavina, die Stadt, in der die üppig wachsende Ranke ein Zeichen des Wohlstandes ist. So, hier sind wir bereits runtergegangen. Auf der Wiese war eben die Versammlung. Ist das auch ein Mülleimer? Der Abfalleimer ist leer. Na wunderbar, das läuft doch. Ein paar Einheimische haben wir hier. Und hier geht sogar noch die Treppe hinauf. Lass mich, alten Mann, dir etwas sehr Nützliches verraten. Einverstanden. In deinem Team können sich bis zu 6 Pokémon gleichzeitig befinden. Wahnsinn, Wahnsinn, ja? Heiße, brandheiße Infos. Auf Route 2 gibt es jede Menge Trainer, die gegeneinander antreten, um ihre Pokémon zu trainieren. Okay, ein kleiner Spoiler. Auf Route 2 wartet's dann. Da warten endlich die Pokémon-Trainerkämpfe auf uns. Das weiß ich doch. Pokémon können sich nicht mehr als 4 Attacken gleichzeitig merken. Auch das wissen wir. Ja, das ist natürlich das allgegenwärtige Intro in jedem Pokémon-Spiel, ja. So Einsteiger-Infos. Unzählige Pokémon warten nur darauf, dir endlich begegnen zu können. Die Schwachen wie auch die Starken, die Imposanten wie auch die Niedlichen. Alles klar, ja. Du hast ja einen tollen Beutel. Und was passt da alles hinein? Du solltest dir einen größeren Vorrat an Tränken zulegen. Ich habe doch 5 Stück. Ich habe 5 Tränke, das sollte doch wohl reichen, ne? Hofft man doch zumindest. So, jetzt waren wir hier drinnen. Die Oma ist hier natürlich auch am Start. Die Pokémon setzen sich stets mit Lebenskräften für uns Menschen ein. Im Gegenzug lassen wir ihnen unsere Zuneigung zuteil werden. Diese gegenseitige Achtung ist die Grundlage unseres Zusammenlebens. Hier auch nochmal alles klar. Es geht halt überall 2 Etagen hier, ne? Aber bisher noch kein Item oder dergleichen bekommen. Wer an Stärke gewinnt, kommt voran. Wer vorankommt, gewinnt an Stärke. Das ist das Großartige am Abenteuer. Jedes Pokémon kann gesund und stark werden, sei es auch noch so schwach. Es braucht nur ausreichend Zuneigung. Zu Füßen des Helden, der erwählt ist, die Welt zu führen, wird ein Pokémon erscheinen, um ihm beizustehen. Das ist eine Erzählung aus der Einalregion. Ah, eine Erzählung. Ja, worauf spielt die wohl an? Hier haben wir erstmal einen Nagelotz. Keck, oder ist das ein Nagelotz? Sieht ein bisschen so aus, ne? Diesen Pokéball besitze ich schon sehr lange. Also sollte ich ihn dir vielleicht schenken, findest du nicht? Jo, einen Pokéball, das erste. Nein, das zweite Item. Wir hatten vorhin einen Trank geschenkt bekommen. Jetzt das zweite Item, was wir von einem NPC geschenkt bekommen. So, hier, das Mädchen noch.
komm, lass uns eine Runde Feuerpflanze Wasser spielen. Wie funktioniert denn das? Ich fange an. Auf die Pflanze, fertig, los. Ach so, läuft das. Ja, wie Schere, Stein, Papier oder so. Naja, komm. Kleine Spielerei hier könnte man wahrscheinlich mit der Kleinen immer wieder spielen. Aber das macht nichts. So, wir gehen jetzt raus. Wir können hier in Gavina mal noch die Treppe hinaufgehen und dann endlich auf die erste, sagen wir mal, richtige Route gehen, wo es Trainerkämpfe gibt. Aber hier oben ist noch ein großes Häuschen. Ah, was für ein wunderbarer Ausblick. Und erst dieser schöne Klang. Im Nu sind alle Sorgen vergessen. Ich liebe diesen Ort einfach. Okay, wer wohnt denn hier? Das schönste Haus in ganz Gavina. Okay, ja, dieser wunderschöne Klang. Darauf hat er wahrscheinlich angespielt. Ah, die Vorentwicklung von Picochilla. Oder ist das Picochilla? Man weiß es nicht. Darf ich dir mein Lieblingsstück vorspielen? Ja, gerne. Ah, fein, dann spitz die Ohren. Das macht sie hervorragend. Aber wir können uns hier frei bewegen. Wir müssen nicht stehen bleiben. Alles klar. Möchtest du mich trommeln hören? Gerne. Solange mein Herz im Takt noch schlägt, lass ich die Trommel ertönen. Jetzt geht's rund das Musikerhaus von Gavina hier. So, aber sonst ist hier nichts weiter los. Gut, gehen wir raus. Gehen wir auf Route 2. Wie wartet auf uns die ersten Trainerkämpfe? Ja, jetzt geht's richtig rund. Ich bin gespannt, was wir für Pokémon entdecken werden. Ich hoffe doch, wir finden schon bald ein erstes würdiges Teammitglied. Ah, hier gibt's noch diese kleinen Pförtnerhäuschen. Auch ungewohnt, wenn man zuvor diese Open World Games gespielt hat. Wie? Paldea, ja? Karmesin, Purpur, da ist es ja wirklich so. In Galar war es ja trotzdem mit Zwischensequenzen, zwischen Ladebildschirmen. Ja, also Galar, also hier Paldea war wirklich das erste Spiel ohne diese Zwischenhäuschen. Dies ist ein Tor für alle Reisenden. Denk daran, einen Blick auf unsere Leuchtschriftanzeigetafel zu werfen. Okay, was steht da drauf? In der Arena von Orion City bekommst du beides aufgetischt. Und was? Das größte Einkaufszentrum in ganz Einal. Kaufhaus 9. Wo steht das? 8. Oktober 23, den haben wir gerade. Es ist sonnig, Route 2, sonnig, Gavina, sonnig. Wo immer ein herbes, frisches Lüftchen aus den angrenzenden Wäldern weht. Oh, da wird es einem richtig schlecht. Orion City, wenn man hier die ganze Zeit drauf schaut, Junge. Augenbingo, ja? So, was haben wir hier? Eine Karte? Jo. Ach so, so ist einfacher zu lesen, wa? Deswegen. Dafür ist das da. Guck's dir an. Es freut mich immer wieder, wenn ich die verschiedenen Bekanntmachungen auf der Leuchtschriftanzeigetafel lese. Ach, deswegen stehst du ja auch den ganzen Tag rum, ja? So, der Abfalleimer ist auch hier leer und jetzt gehen wir auf Route 2. Willkommen, willkommen und dreimal willkommen. Der Visocaster klingelt erst einmal noch. Wer ruft denn da schon wieder an die Mama? Merlin, ich bin's, deine Mutter. Wie geht's dir denn so, mein Schatz? Hast du schon mit deinem Pokémon-Team angefreundet und genießt du die gemeinsame Reise mit ihm? Ich rufe nur an, weil ich mal wieder deine Stimme hören wollte. Aber wenn du die ganze Zeit redest, komme ich gar nicht zu Wort. In Ordnung, ich leg dir mal wieder auf. Alles klar, ja, kein einziges Wort gesagt. Da ist sie doch schon, Alte. Merlin, endlich habe ich dich eingeholt. Du bist ja schon weit gekommen. Professor Esche sagte mir, dass du wahrscheinlich auf dem Weg nach Orion City bist. Ich habe übrigens noch ein Geschenk für dich. Hier, probier sie am besten gleich mal an. Die. Ah, die legendären Turbo-Treter. Wenn du in die Turbo-Treter schlüpfst, bist du 0,0 am Ziel. Hör mal kurz zu, ich lese aus der Gebrauchsanleitung vor. Da steht, halte den B-Knopf gedrückt und du kannst schneller rennen als je zuvor. Ziehe deine Turbo-Treter an und renne, bis dir die Puste ausgeht. Ich hatte sie nach dem Kauf verlegt und dann beim Aufräumen wiedergefunden. Ja, schadet eben nicht, hin und wieder mal aufzuräumen. Merlin, du bist nicht allein. Das weißt du hoffentlich, oder? Dein Pokémon-Team ist stets an deiner Seite. Und auch deine Freunde. Auf deine Freunde ist jederzeit Verlass.
und vergiss deine Mutter nicht, die dich immer in ihrem Herzen trägt. Also dann, ich wünsche dir viel Erfolg und Glück auf deiner Reise. Na dann, alles klar. Wir haben die Turbo-Treter mit dem B-Knopf. Ja, wir können hier deutlich schneller voranrennen. Lesen wir erstmal noch diese kleine Tafel hier. Route 2, gut, mehr steht nicht drauf. Willst du schon kämpfen? Trainerkämpfe sind eine ernste Sache, vor der man nicht weglaufen kann. Ja, aber sie will gar nicht. Und das ist ein Felsen, den wir wahrscheinlich nur mit der VM-Stärke bewegen können. Okay, das geht aber echt schnell durch das hohe Gras durch. Und da wartet schon der erste Trainer auf uns. Gönnen wir uns den ersten Trainerkampf. Wenn der Blick eines Trainers den eines anderen trifft, heißt das nur eins. Gleich kommt es zum Kampf. Na dann schauen wir doch mal, was er hier zu bieten hat. Der Teenager Edmund. Was hat er gleich nochmal hier? Ein Nagelotz. Auf Level 7. Wir sind, glaube ich, auch noch auf Level 7. Also es ist bisher völlig ausgeglichen. Ne, Level 8 sind wir. Aber es gibt ja hier keinen automatischen EP-Teil. Also hier muss man noch wirklich aufpassen, dass man ordentlich Pokémon levelt, dass man wirklich alle ungefähr gleich hochzieht. Ne? Also hier ist nichts. Man wird eben mit einem Pokémon ein anderes platt machen und alle bekommen Erfahrungspunkte und steigen im Level auf. Nein, hier nicht. Biss hat das Ding drauf, Junge. Unlicht. So, jetzt hier aber Rankenhieb reicht. Aber wir haben nur noch 9 KP, also wir sind schon ziemlich angefressen. Level 9, jo, gönn dir. Aber die Stats steigen ja auch sehr, sehr schwach. Überall plus 1, außer Init plus 2. Jo, wir sind schon verdammt schnell. 18 Init. Kann sich, denke ich, schon sehen lassen, ne? So, jetzt haben wir noch einen Trainer. Hier unten stand noch einer und dann noch einer. Aber er will, das ist doch bestimmt hier der weltbekannte Sprung über die Klippe, oder? Hey du, ich habe etwas ganz Tolles vor. Willst du nicht zusehen? Ja, gerne. Klasse, dann schauen wir gut zu. Kennt man, ne? Ja, hast du das gesehen? Du kannst hier runterspringen und den Weg abkürzen. Nicht schlecht, oder? Nein, echt cool. Hier, der Nächste. Willst du kämpfen? Nein. Wenn du mal nicht kämpfen willst, weil deine Pokémon angeschlagen sind, solltest du auf den Wegen bleiben, da Pokémon nur im hohen Gras angreifen. Alles klar, er will nicht kämpfen. Tipps für Trainer. Pokémon, die an Kämpfen teilnehmen, erhalten Erfahrungspunkte. Daher solltest du deine Pokémon viele Kämpfe bestreiten lassen, damit sie an Erfahrung und Stärke gewinnen. Aber hier rennen wir in die nächste Trainerin hinein. Ich liebe den Pokémon-Kampf über alles. Mein süßes Pokémon ist viel putziger, wenn es sich so richtig ins Zeug legt. Okay, welches ist denn das? Ein putziges Pokémon? Göremali mit Feli-Lu haben wir vorhin schon gesehen im Kampf gegen den Pokémon-Trainer N. Der mysteriöse Pokémon-Trainer N. So, wie auf Level 9, wir gehen ja auch gleich wieder auf den Rankenhieb. Wir sind auf jeden Fall schneller unterwegs. Machen soliden Schaden. Gut, es senkt mit Heuler unseren Angriffswert. Aber das sollte jetzt erstmal keinen Beinbruch darstellen. Ja, wir haben schon den gelben Bereich. Jetzt kommt ein Kratzer. 8 KP. Ja, sieht noch recht safe aus. Roter Bereich, wir müssen noch einmal ran. Und wenn das Ding auf Heuler geht, ist alles im Butter, ne? Da spielt sich überhaupt nichts ab. Brauchen wir uns keine Gedanken machen. Ich bin gespannt, was der erste Arena-Orden für uns parat hält. Level 10 schon. Was für ein Pokémon-Typ da auf uns wartet, ja? Wickel haben wir erlernt. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön, ja. Aber es kommen sicherlich noch ein paar Trainerkämpfe auf uns zu. Wir sind jetzt bei 29 Minuten. Wir schauen nochmal hier ins hohe Gras rein. Und hier auch schon wieder ein wildes Pokémon. Ein Nagelotz. Also auf Route 2 scheint es auch nicht wirklich was anderes zu geben. Außer stärkere Nagelotze als auf Route 1. So, hier gehen wir auf Flucht. Ja, vielleicht gibt es ja hier noch was anderes, was Cooles. Nächstes Pokémon. Und da oben wartet noch ein Trainer. Auch hier wieder Nagelotz auf Level 4. Brauchen wir nicht wirklich, ja? Brauchen wir nicht wirklich. Wobei wir ja hier, muss man ja auch bedenken, wir brauchen ja hier auch VM-Sklaven, da wir hier noch VMs einsetzen müssen, ja? Gibt's ja in den älteren Spielen noch. Aber auch sehr interessant, ja? Die VMs ist eine andere Zeit, eine andere Pokémon-Zeit. Yoklef vor, Yoklef vor. Los, mein Yoklef, zeig's ihnen. Der Hundetrainer ist das hier.
Yorklef hat er. Erwin hat einen Yorklef. Der Teenager Erwin. Und auf welchem Level? Level 7. Ob wir das jetzt noch hinbekommen? Wir sind schon ziemlich angefressen. Wir haben noch 10 KP. Ja, ich wollte eigentlich gut. Das geht ja nicht. Wickel ist aber, glaube ich, kein so starker Move. Ne? Aber der macht, glaube ich, Volltreffer war das. Okay. Und der Tackle. Oh ja, der Wickel geht zwar jede Runde, ne? Aber der macht dann halt nicht mehr ganz so viel. Das ist jetzt ärgerlich, ne? Das ist ja, der hat gerade mit Tackle ganz schön viel Schaden gemacht. 6 KP. Ballern wir mal hier einen Trank drauf. Wir bräuchten dann doch mal irgendwo ein Pokémon her, ne? Ein zweites Pokémon wäre sicherlich nicht verkehrt. 18, ja, der macht durchschnittlich 6 KP Schaden, aber er kann natürlich auch einen Volltreffer zünden, ja, gar keine Frage. Wir gehen auf Rankenhieb und hoffen, dass wir hier noch ein bisschen mehr Schaden machen können. Ja, jawohl. Er tackelt uns weiter. Wir haben noch 12 KP. Der Wickel wird nicht ausreichen, nein. Dafür aber jetzt im roten Bereich. Jetzt kommt der Rankenhieb und dann hätten wir Yorklef besiegt. Gibt hoffentlich wieder schön viel Erfahrungspunkte, ja. Das halbe Level 11 ist schon in der Tasche. Ein Schildchen hätten wir hier noch. Route 2. Ist das dann schon? Geht es jetzt hier schon in die nächste Stadt? Hier ein Zerschneiderbäumchen. Hier geht's, kann man wieder runterspringen. Lohnt sich das? Nein. Ja, ich wollte nur schauen. Hier ist kein Item, ne? Ja, wir schauen mal noch, ob es dann hier schon in die nächste Stadt geht. Weil dann können wir am nächsten Part den nächsten Orden, den ersten Orden machen. Aber Bell labert uns erstmal noch schön voll. Will sie kämpfen? Das wäre jetzt ein bisschen schlecht. Na los, lass uns kämpfen. Alter. Mein kürzlich gefangenes Pokémon ist auch schon etwas stärker geworden. Fangen wir an. Oh, ich weiß ja nicht, du. Ich weiß ja nicht. Wir haben noch 12 KP oder sowas. Und sie hat 2 Pokémon. Yorklef fängt sie an. Okay. Lass es nicht allzu stark sein. Level 6, okay. Sollte weniger als 6 KP pro Tackle Schaden machen. Na, wir haben noch 12 KP. Wir gehen auf Tackle. Nee, Rankenhieb, genau. Ja, gut. Ja. Mehr als Half-Life macht das hier. Wir haben noch 6 KP. Uah. Bitte keinen Ruckzuckhieb. Ja, wir machen den Rankenhieb, genau. Ich habe kurz gesagt, hier steht Ruckzuckhieb da, ne? Okay, hätten wir das. Level 11. Level 11. Wir haben noch 8 KP. Aber was? Sie hat natürlich das Starter-Pokémon noch. Was war das? Otaro. Gegen das sind wir deutlich im Typenvorteil. Oh, boah, Digga. Aber ich weiß nicht. Rankenhieb, ob der reicht. Und ob Otaro uns killen kann. Nein, wir one-shotten das Ding einfach mal. Geiler Scheiß, ja. Kann man machen. Trainerin Bell abserviert. Geile Nummer, ja. Aber Sharon, wo ist er? Du bist wirklich stark, Merlin. Ich werde meine Pokémon auch stärker trainieren, um nicht mehr zu verlieren. Also dann, bis bald. Bis bald. Sie rennt wieder zurück. Nicht hier lang. Und das ist schon Orion City. Aber hier machen wir im nächsten Part weiter. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und tschüss.